Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von 7 Days to Die, ein Leben, ein Tod. Mit dabei ist wieder der Lars. Hallo und herzlich willkommen. Ich übe schon mal. Des Weiteren im Bunde ist der Onkel Michi. Hi. Und wir machen heute eine Wanderung. Wir versuchen der Straße zu folgen und hoffen auf eine Stadt. Osten oder Westen? Ja, Osten hört sich gut an. Weil, Osten. Ja, gut. Wir sind das letzte Mal nicht im Westen. Ja, ich bin im Osten. Aber wir sind das letzte Mal nicht sehr weit gekommen, deswegen frage ich. Nee. Das ist Norden. So, und als nächstes müssen wir noch eine Hohe bauen, ne? Ich bin schon auf dem Weg. Die Straße ist Richtung Süden, gell? Genau, ich bin schon unterwegs. Ich nehme noch ein paar Nester mit. Yeah! So, wieso nehme ich eigentlich die kleinen Steine mit? Wieso nehme ich eigentlich kleine Steine mit? Ja. Das ist also ein kleines Leiden, gell? Also wenn ich ganz kurz mal nicht im Spiel sein sollte, ich habe da nämlich ein kleines technisches Problem bei einem Freund und sein Windows 7 lässt sich nicht auf Windows 8 updaten. Au. Ja. Und ich bin voll, ich Idiot. Ich muss vielleicht mal verkaufen gehen. Ich komme gleich nach. Ja, wir gehen ja nicht dabei weiter. Ja, ja. Wir sind ja schon große Jungs. Also ich zumindest, ich weiß nicht, wie groß das Handy ist. Das sagen sie alle, bevor sie dann 7 Days to Die zuschlägt, ne, mit You Are Die und dann ist plötzlich alles weg. Nicht so groß, Michi. Okay. Dadurch, dass mir mein netter Kollege auch keine 10 cm schenkt, brauche ich mir nicht Leiter. Okay. So. Da vorne ist ein Haus. Haben wir die nicht schon gelootet, die Häuser? Das weiß ich nicht. Es ist auf alle Fälle Kundschaft da. Da schreib mir gleich mal was an. Ja. Scheiß auf die Kundschaft, scheiß auf das Haus, komm zu mir. Bist du? Trecken? Geradeaus rennen. Hab ich gemacht. Ich hab schon gedacht. Ah, was ist da drin, Mann? Ist das ein Prison? Ein Militärlager. Yeah. Und wir müssen die Rocket Launcher vor Lars looten. Okay. Also bei eurem Twist mische ich mich nicht. Sonst bin ich derjenige, der was die Raketen angekriegt hat. Es war ein kleiner Ruckler. Ein kleiner Ruckler. Mhm. So, sind da auch so Minennager? Normal nicht. Nee, bei dem glaube ich nicht. Aber das wäre ideal zum Ausbauen, das Ding. Nein, wir bauen das selber was. Ja. So, jetzt komm her da, jawohl, komm auch zum Rauf da, jawohl, streng dir an. Genau, die machen von selber auf. Ne, sag ich ja. Alter, schau mich hoch. Alter, schau. Yep. Das sind Spanier. Kennst du das auch? In Spanien machen sie das auch immer, die stapeln Menschen so hoch. Das sind alle Spanier, schau. Meine Wiese verwendet eine Checkingholztreppe. Er ruft immer schön auf. Okay. Cool, auf der Aufnahme passt, sagt man. Ja, spring höher! Jetzt reißt euch zusammen da. Also manchmal glaube ich, ne? Ich setze 10 Dollar auf den da, was oben ist. Ach schon, mach endlich die scheiß Türe auf. So, jetzt wird's ernst. Geh doch. Trader Joel is now open! Damn!
you smell like the dead. You better have money. Ist er aber auch. Ihr holt ein einiges aus. Ja. Weil musst du weg. Achtung, quick, Ade! Da war ein Nest. Ja. So, meine Katze steht auf. Dreht sich um. Jawohl. Achtung, Ade. Hier ist eine Pickaxe. Für 4000 eine Steel Pickaxe. Das ist eine Schnöde. Achtung, quick. Cool. Alright, now that we're done doing business, get out of my store. Ein Tag, 9 Stunden. Na, das kriegen wir hin. So. Die holten aber früher aus, bis deppert. Ja. Jetzt möchten wir nachkommen. Moment. So. Ups, darum. Ich weiß nicht, was mir mehr Angst macht. 5 Tage hier an dem Joel an der Nähe zu sein und noch ein paar Nester zu finden, oder? What the fuck? Deppert. Bitte, Andi? Ja. Du warst daneben? So. Yeah! Rocket Launcher, Rocket, Night Vision, yeah. Googles, yay! Yeah. Die Night Vision verkaufen wir. Und ein Ei habe ich auch noch gefunden. Geil, zwar du bist dann die. Da, 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 da. Ja, das ist doch mal ein geiler Start, ne? Dass wir da so ein Militärlager in der Nähe haben. Jetzt geht er wieder zu dir, jetzt heuer mit einem Shell. Alter! Nightwishing. Oh. So. Wir müssen irgendwo ein paar Leichen liegen. Wo ist? Da will man. Hallo, liebes Militärlager. Ja, da kommt doch noch mehr, genau. Ja, ein Hirsch. Ich häng fest. Ja. Yeah. Der will irgendwie im Horn. Voll reingelaufen. Yep. Ist er jetzt gestorben? Ja. Er ist mir in den Pfeil reingelaufen. Das war ein gezielter
Headshot. Achtung. Tut mir leid, Andi. Da waren es nur mehr ein Player-Kill, oder? Ein Felsen. So, irgendwas ist gerade nicht so sauber. Was für Mr. Crawler? Ah, das ist der Hund ist schnell. So, den Hammer. Mit dem Octet, oder? Ja. Das ärgert mich nur gerade, dass ich Andi getroffen habe. Aber du hast noch nicht wichtige Sachen drin, oder? Nee, ich war leer. Okay. Warum bist du jetzt wieder zu? Was ist zu? Das war doch. Ja, das Gitter, was was die Zombies aufgehört haben, ist jetzt wieder zu auf einmal. Bei mir nicht. Soll ich vielleicht zum richtigen Eingang gehen? Bin ich ja, oder? Ah, nein, no. Okay, passt. Hat man das auch besprochen? Das nervt mich. Nervt mich. Was nervt dich? Also weil es der umgebracht hast, ja. Ja, jetzt kann man es ja nicht ändern, oder? Nee, kann man nicht ändern, aber Andi ist mir direkt in den Fall gelaufen. Das ist scheiße. Ja. Nur weil der Andi da mit seinen Nahkampfknüppel rumhantieren wollte. Nee, nicht nur ich, auch Michi ist dort herumgerannt. Ja klar, die habe ich ja nicht erwischt. Kannst mir du einen Bogen machen? Ja. Moment. Wenig Zombies hier. Im Müllcontainer natürlich den rein. Im Innenhof oder was? Mhm. Okay. Da leg ich auch Handschuhe für dich rein. Die sind zwar jetzt nicht toll, aber trotzdem gut. Hä? Egal. Den Satz muss ich erstmal auf der Zunge zergehen lassen. Ist zwar nicht toll, aber trotzdem gut. So, liegt drin. Also wir haben im Händler, beim Händler eine Steel Pickaxe mit 500 noch was. Echt? Mhm. Cool. Wir müssen nur ein paar Sachen verkaufen, dann können wir die uns hier holen. Die kostet nämlich 4000. Mhm. Ja, das Hauptproblem ist, dass wir es im Moment noch nicht reparieren können. Das ist mir egal. Wann das noch aufhebt, ne? Ja. Find erstmal wieder eine, die so viel wert ist. So. Das ist immer so ein Problem.
Bis wir die bauen können, das dauert ja eh noch. Aber wenn wir dann Steel haben, können wir sie ja zumindest schon mal reparieren dann. Das stimmt, ja. Deswegen. Auch wenn das manchmal irrsinnig klingt, wir verkaufen erstmal jeden Scheiß, den wir nicht brauchen. Oder den wir nicht reparieren können oder so, ne? Damit wir dem sonst was dann kaufen können. Und ich sag mal, für die ersten paar tausend Steine ist das, glaube ich, gar nicht schlecht. So. Ein bisschen Scheiße kann man auch mitnehmen. Scheiße kann man immer mitnehmen. Yay! Yay! SMG-Schematik. Sehr schön. Willst du die lernen oder soll ich die lernen? Wenn du willst, dann komm her zu mir, kannst du es lernen. Ich bin hier irgendwo, keine Ahnung wo. Ich habe hier auch eine Gaskennmechanik. Mechanik. So. Ich kann jetzt quasi Gaskens herstellen. In der Chemiestation. Sehr cool, ja. Viele Sachen zum Verkaufen haben wir auch gefunden. Immer gut. So. So, ich bin bei dir. Da, Boden liegt. Ja, sehr schön. Wenn einer eine benutzt, dann bin ich eh ich wahrscheinlich. So, da sind wir durch hier, ja. Ne? Der SMG-Mogel, einer da. Da sind wir fertig. Warst du da drüben schon drinnen? Ja. Okay. Kannst du mal hier hergehen und vielleicht noch was mitnehmen? Mal versuchen zu stapeln. Andi? Mhm. Gleich. Ich könnte dir ein paar Klamotten basteln. Ja, wäre ich nicht abgeneigt dagegen. Jetzt lohnt sich das ja wenigstens mal ein bisschen was zu craften. So. Entschuldigung. Bist gewaschtig. Nö. So, einmal ein Hut. Aber du weißt du, dass du hier herinnen zwei Hirsche hattest? Ja. Okay, also ich hätte da einmal das. Einmal das. Einmal das. Andi ist bei mir auf dem Boden. Du liegst bei mir irgendwie rum. Jetzt stehst du bei mir. So, vielleicht kann der Andi noch was rausnehmen. Ja. Ich bin schon ne, zwei Slots habe ich dann noch. Ja. Ist leer. Wollen wir schnell zurück zur Basis, das ganze Zeug ableeren und dann nochmal losgehen? Ja. Ja, sicher, oder? Klar. Yep. Wir haben so richtig viel aufdeckt, haben wir jetzt noch nicht von der Map. Ich bin nicht weit gekommen, ja. Nein, nicht wirklich. Ja, dann. Da kann ich ja gleich nochmal verkaufen. Und vielleicht haben wir dann schon 4000 zusammen. Den Rocket Launcher brauchen wir den? Was ist das für eine Qualität? Ah, graue, schlechte. Also verkaufen wir. Den kannst du sicher verkaufen. Wenn wir den schießt zweimal, dann ist er eh hier wahrscheinlich. Hier waren wir auch schon. Yay. So, ich könnte auch eine Armbrust jetzt bauen, ne? Ich habe die Armbrust-Thematik gefunden. Echt? Okay, ich. Kein Bedarf, danke. Du stehst jetzt nicht mehr.
Nein, bin ich auch nicht wirklich der Freund davon. Also ich bin ganz ehrlich, dass der Bogen mit Eisenpfeil ist besser, finde ich. Ja, der, sagen wir mal so, ne? Auf Fernkampf gegen Horden draußen in der freien Welt, dann nehme ich auch gerne Explosionspfeile, also die Bolzen. Aber wenn ich meine Basis verteidige, brauche ich den nicht. Na, der ist, klar, der ist, wenn du große Horden quasi, ne, so mal ein bisschen zerstückeln willst, dann schießt du mal voll rein. Kundschaft. Picker, bitte. Gebiete. Und eine. Wir nehmen Geld auch, oder? Was mit Geld? Wir nehmen Geld auch. Ja. Genau, wir laden uns da unten aus, oder? Ja. Erstmal alles rein und kann man immer noch verkaufen. So. Gerät aufhören, holen wir noch ein paar Pfeile. Ich hab welche hier. Okay. In der linken Kiste. Passt. Gut. Also weiterhin Richtung Süden, oder? Na, die Straße lang, ja. Die grauen Sniper-Teile verkaufe ich auch mal, ne? Ja, die kannst du dir verkaufen. Ne? Ja. Ich bin überhaupt dafür, dass man die grauen Teile einmal generell ignorieren dann. Ja, genau. Geld, Geld, Geld. Ja, money, money, money. Genau. Das war's funny. So Glickers, in welche Kiste gehen wir das rein? Was? In welche Kiste gehen wir das rein? Egal. Herunten, entleere dich. Well, if you got money, I guess I can stand your smell. So, was für Richtung gehen wir die Straße entlang? Richtung Nordwesten oder so, oder? Eine gute Frage, in der, ne? In der Richtung, warte mal, sind wir noch gar nicht gewesen eigentlich. Ne, wir sind in beiden Richtungen nicht gewesen. Ja, dann ich geh mal Richtung Nordwesten. So. Wollt man nicht Osten? Na, egal. So, ich habe ein bisschen was zusammengespart und kaufe jetzt mal die Pickaxe, ja? Jupp. Zusammengespart. Ja. Ich habe für den Andi sogar noch was, wenn er möchte. Gerne. Immer. Das macht jetzt nur, wenn er ein schlechtes Gewissen hat. Nö. Tsching! Tsching! Wo bist du? Bei dir. Linke unterste Kiste, da ist auf der rechten untersten Seite über dem Bandana ein Laser-Chest-Armor für dich. Haben wir irgendwo das Geld gebunkert? Irgendwo in einer Kiste da unten ist drinnen, glaube ich. Und Oman in der Kiste, wo Explosionskiste, glaube ich, müsste. Ach da. Ich möchte nur mein Geld reintun, deswegen frag dich. Ja, kannst du das andere ausnehmen. Na, alles okay.
bei 25 Minuten, sagen wir. Jo, wir sind bei 25 Minuten. Gut. Das heißt, wir müssen wir enden. Der Michi wird jetzt mal das Schlusswort für heute machen. Das Schlussgebet spreche ich, okay. Liebe Zuschauer, danke fürs Einschalten und ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Like da und vielleicht ein paar Kommis und schaut natürlich auch beim Shira und beim Letzte Weile vorbei. Und wir sehen uns beim nächsten Mal bei Ein Leben, ein Tod. Für euch! Amen. Tschüss.